Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Tropico 5. Ja Leute, machen wir weiter an der Stelle mit Isla Rora Mission. Die Söldner stellen sie das größte Militär in der Karibik zusammen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, weil, das mit der Insel, die haben wir ja nicht so gut geführt. Hab ja bis dahin, dass wir da einiges dazugelernt und einfach mal schauen, denn ich habe ja ein bisschen Angst, dass wir das mit den Mandaten nicht mehr hinbekommen oder so. Muss man einfach mal schauen, weil dann wäre die Kampagne vorbei, ne? So, aber gucken wir einfach mal. Los geht's. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Der Konflikt zwischen den Inseln Tropicos scheint vorherbestimmt. Diesmal wollen wir nicht einfach nur einen Sturm überstehen. Diesmal kämpfen wir nicht nur um Tropico zu retten, sondern die ganze Welt. Wenn unsere vorherigen Versuche, den Lauf der Geschichte zu ändern, eines gezeigt haben, dann das. Kleine Veränderungen bewirken nichts. Sie korrigieren sich selbst. Professor Zweistein ist sicher, dass Tropico im Mittelpunkt der zukünftigen Ereignisse stehen wird. Wer Tropico beherrscht, beherrscht die Welt. Das hatte ich schon immer vermutet. So, die Söldner haben wir und... ich hoffe, da passiert jetzt... Gott sei Dank. Okay, haben anscheinend auch noch Glück gehabt, haben beziehungsweise die Unabhängigkeit erreicht. Da bin ich doch sehr, 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 sehr beruhigt, Leute. Mir ist gerade schon ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht, um ehrlich zu sein. Puh, sonst hätte man jetzt echt die ganze Kampagne wäre von Arsch gewesen irgendwie. Also nicht von Arsch, aber es wäre halt irgendwie, wir hätten es nicht mal zu Ende machen können. So gut, dann suchen wir uns erstmal schnell was aus. Reiche Bürger, männliche Bürger, ich werde einfach wieder... Ja, wir können eigentlich auch mal reiche Bürger nehmen. Oh ne, wir nehmen männliche Bürger. Hatten wir noch nie. Chauvinistische Diskriminierung, großartig, nehmen wir einfach mal. So, Kirchenstaat, machen wir einfach für säkulärer Staat, Friedenszufriedenheit steigt und Militär, müssen wir jetzt ein bisschen genauer überlegen. Keine Ausbildung, Wehrpflicht oder Miliz. Berufsarmee macht, glaube ich, nicht so viel Sinn. Miliz oder Wehrpflicht. Ich werde wahrscheinlich einfach Wehrpflicht machen. Alle Bürger von Tropico werden als Soldaten betrachtet. Das klingt eigentlich ganz gut. Machen wir das mal. So. Gemäß Ihren Befehlen haben wir mit den Vorbereitungen für die Invasion von Cayo de Fortuna begonnen. Der T-Day beginnt, sobald alle dafür benötigten Truppen Teil der Invasionsstreitkräfte sind. Heute gibt's einen besonderen Wettbewerb. Jeder, der die richtige Anzahl der Gesetzesnovellen errät, kriegt einen Drink aufs Haus. Wer dann noch eine Ahnung... Die Weltkriege sind in vollem Gange. Daher braucht die Armee neue Einrichtungen. Nicht vergessen, alle Militärgebäude steuern jedes Jahr Truppen zu den Invasionsstreitkräften bei. Die Tage von Cayo de Fortuna sind gezählt. So, Aufgabe, bauen Sie 2 Militärgebäude, Belohnung, 40 Menschen ziehen auf Ihre Insel. Alles klar. Okay, also wie ich das verstehe, wie es auch hier steht, alle Militärgebäude steuern jedes Jahr Truppen zu den Invasionsstreitkräften bei. Das heißt, desto mehr Leute wir haben, die für Militärgebäude arbeiten, desto mehr werden pro Jahr dazugerechnet. Das summiert sich dann pro Jahr immer mehr dazu. Okay, 100 Stück brauchen wir insgesamt. Ist halt die Frage, ob die Wachtürme da auch dazu zählen, aber es sind eigentlich auch Militärgebäude. Ich würde es einfach mal probieren. Noch 2 Wachtürme zu bauen, dass wir erstmal noch die eine Quest hier gelöst haben. Dann müssen wir natürlich jetzt immer schauen, dass wir immer schön viel Militärleute haben. Dann haben wir das auch ziemlich schnell gelöst hier, die Quest. Ich werde einfach mal das Budget jetzt hier erhöhen. Weil Geld machen wir so oder so, ist erstmal genug. Also selbst wenn jetzt ein paar abgezogen werden. Manche Leute von einem Weltkrieg, nein, von gleich 2 Weltkriegen sprechen. Aber ich kann euch versichern, Freunde. Was auch immer passiert, die Jolly Roger wird's immer geben. Bis ans Ende aller Tage. So, Forschung müssen wir mal noch machen. Verfassungsoption, ich werde das mal Verfassungsoption machen. Dann können wir gleich mal wegen hier Einwanderern und so noch Visum oder so einstellen. Botschaft und dann Kraftwerk, das ist ganz gut. Ich weiß es gar nicht, ich habe die Insel jetzt sicher schon wieder ein bisschen her, dass ich die gespielt hatte. Aber ich glaube, ich baue erstmal noch ein Baubüro und dann noch ein Transportbüro. Am Baubüro haben wir, glaube ich, erst 1, also das standardmäßige. Das ist mir dann doch ein bisschen wenig, um ehrlich zu sein. Ja, bauen wir einfach mal hier eins hin. Das ist jetzt natürlich die schönste Stelle, aber es ist halt halbwegs noch zentral, je nachdem, wie ich jetzt hier weiterbaue. So, ein Transportbüro bauen wir auch noch 1. Bauen wir einfach direkt daneben. So. Das Straßennetz muss ich sowieso dann noch ein bisschen optimieren. Das ist noch nicht ganz so super ideal. Wir könnten ja eigentlich schon mal damit anfangen. Geld haben wir jetzt ja gerade. Lass mal so hier. Kann ich ja nicht durchziehen wieder. Okay, dann machen wir einfach mal so. Das passt dann schon. Und dann gucken wir mal, wie wir hier weitermachen.
Schauen wir erstmal, ob die Gebäude jetzt hier dazu zählen, zu Militärgebäuden. Und dann kriegt man nochmal ein paar Arbeitskräfte dazu. Und dann sind die ganzen Dinger hier auch erstmal voll. Müssen wir mal schauen. Wir dürfen halt jetzt aber nicht vergessen, den Rest dann irgendwie auf Vordermann zu bringen. Weil so toll ist die Insel momentan einfach noch nicht. So, hier will jetzt zum Beispiel keiner arbeiten, aber sobald die 40 noch dazukommen, dann müsste das hier auch eigentlich passen. Ich guck mal eben Handel. Fisch, okay. Kakao. Ja, machen wir einfach Kakao an. Nee, geht nicht. Dann machen wir halt Fisch. Geht auch nicht. Okay, na gut, dann hat sich das mal erledigt. Aber Fisch können wir ja trotzdem mal machen schon. Oder können wir dann zumindest dann später mal mit anfangen. Aber ich lasse erstmal. Okay, es zählt auf jeden Fall dazu. Es zählt dazu. Und aus dem Fisch machen wir dann einfach wieder Konserven oder so. So, ja, gib mir hier arbeiten, bitte. So, helfen wir. Müssen wir einfach mal gucken, wenn das Jahr vorbei ist, ob, das dazu zählt alles hier. Tropico wird zu dem tropischen Paradies, das es sein sollte. Immer mehr Leute sagen Nein zum hektischen Stadtleben und leben stattdessen in Hütten, um eins mit der Natur zu werden. So ist's recht, Leute. Der Strand ist lang genug für alle. Und meine Bar ist rund um die Uhr geöffnet, um eure weltlichen Wünsche zu erfüllen. So, ich guck gerade noch, haben wir noch mehr Transportbüros, ne? Hier haben wir noch eins. Hier haben wir noch eins. Dann mache ich ja auch mal so ein bisschen noch runter. Ich denke, dass es so jetzt schon seinen Gang geht, selbst wenn ich das ein bisschen runterschalte. Gut, da könnte man sich natürlich fragen, warum ich das jetzt hier noch gebaut habe, aber egal, das passt schon. Das passt schon. So, Baubüro ist fertig. Aber jetzt müssen eigentlich gleich mal die Leute kommen. Hier, Einwanderer 40 Stück, wunderbar. Weil dann haben wir wieder genug Arbeiter. Und dann können wir auch ordentlich weiterbauen. Ich mache ja schnell hier. So, dann kommt mal an, Leute. 40 Bürger kann Tropico an. Wunderbar. Ich glaube, da kann ich das jetzt sogar wieder runter machen, oder? Ich mache mal so hier. Weil nicht, dass sie dann plötzlich wieder woanders arbeiten wollen. Also ich hätte schon wirklich die ganze Zeit über jetzt hier Soldaten drin, dass das auch wirklich zielt. Richtig optimal wäre es wahrscheinlich, wenn man dann einmal pro Jahr, genau dann, wo Stichtag ist, das Budget erhöht, dass man dann mehr Soldaten hat und das dann dazugerechnet wird. Aber da würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen. Residente, die Welt hat sich verändert. Das sind zwei unterschiedliche Industriegebäude. Okay, was kann man jetzt schon bauen? Textilfabrik und Sägewerk. Was kriegt man denn dafür? Residente, die Welt hat sich verändert. Stahlwerk kriegt man denn dafür? Es ist auch nicht so super awesome. Textilfabrik können wir da aber machen. Wir tun doch hier Wolle abbauen. Das ist alles Baumwolle. Na, dann machen wir mal hier Textilfabrik. Müssen dann aufpassen, dass wir nicht zu viel Arbeitsslots für Ungebildete machen, weil sonst die Türme nicht mehr besetzt sind. Ne? Da brauchen wir es einfach direkt hier hin. So, dann würde ich auch gerne mich jetzt ein bisschen... Na, 56% ist es noch. Aber das, ich meine, wir haben ja nichts hier. Wir haben gar nichts auf der Insel. Wir haben nicht mal irgendwie ein Haus. Ich habe nicht ein Haus gebaut bisher. Dann würde ich mich lieber erstmal um die Zufriedenheit dann so langsam kümmern. Ich glaube, das ist die bessere Idee. Weil wir werden jetzt erstmal noch genug Gold bzw. Geld machen, weil wir halt wirklich viel Gold abbauen in der nächsten Zeit. Um das auszugehen. Effizienz muss ich aber nicht unbedingt erhöhen. Die Dinger, die... Ich würde ja lieber hoffen, dass wir noch irgendwie rechtzeitig eine Schmuckfabrik bauen können, bevor die total leer sind. Das würde mir eigentlich besser gefallen. So gut, was machen wir? Ich will jetzt erstmal noch schnell, bevor ich so was mache, werde ich mal noch die Forschung auf Vordermann bringen. Da sind schon zwei hier drinne. Und noch so. Und im Anschluss werde ich mich um die Zufriedenheit kümmern und auch Häuser bauen. Ich werde dann noch Häuser bauen, Leute. Keine Sorge. Forschung. Brauchen wir noch fix ein Observatorium. Und eine Highschool werde ich aber auch noch bauen. Gerade für dann, wenn ich jetzt Kirchen bauen möchte und Kliniken und so, brauche ich ja ein bisschen gebildete Leute. Was hier oben hinbauen macht eigentlich Sinn, ne? Desto weiter oben, desto besser. Und so hoch hat mir das ja noch nie gebaut, das Observatorium. Also es muss eigentlich sinnvoll sein. Wirklich sehr effizient zumindest, sagen wir es einfach mal so. So gut, und eine Highschool wollte ich noch machen. Bauen wir einfach mal hier hin. So, so neben der Palme. Aber ich werde mal ein Observatorium mache ich mal Priorität nach oben. Das ist mir erstmal noch ein bisschen wichtiger. So, während wir jetzt hier warten, werde ich mal ganz schnell gucken. Wir können leider noch keinen Manager einstellen. Und hier ist irgendwas kaputt gegangen. Woran ich mich nicht mehr erinnern kann, leider. So, guck mal, Leute, 9 Stück haben wir bekommen. Ne, die Hälfte kriegen wir immer von denen, die wir haben. Das heißt, wir haben jetzt 18 Soldaten drin, ne? Ungefähr. Ich würde am liebsten natürlich jetzt noch mehr Militärgebäude bauen, aber wir brauchen ja auch noch die Arbeitskräfte für andere Sachen, dass die Insel weiterläuft. Ne? Für Zufriedenheit als auch für die Wirtschaft. Deswegen denke ich, lasse ich das jetzt erstmal so laufen. Versuche, die Dinger hier voll zu halten.
Und währenddessen werde ich mich dann jetzt erstmal um die Zufriedenheit kümmern. So, Wirtschaft, denke ich, dürfte erstmal jetzt passen. Wir werden halt Step by Step da jetzt einfach mal ein bisschen nachbessern. Ja, genauso jetzt hier wie mit der Textilfabrik. Oh, da kommt aber viel Baumwolle rein. Da komme ich doch gar nicht hinterher, oder? Ich guck gerade. Oh, ich habe schon wieder vergessen, die scheiß Quests anzunehmen. Hm? Oh, das ist ärgerlich. Kakao würde noch gehen. War da überhaupt eine Quest gewesen mit Baumwolle oder hatte ich das einfach nur gesagt? Okay, das können wir bauen, wenn wir Baumwolle haben. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich mache mal noch Kakao. Ach, geht nicht. Okay, ach stimmt, da war ja was. Okay, wir brauchen eine Botschaft, aber das erforschen wir ja auch gerade. Ich glaube aber, die kommen nicht hinterher. Also, ich könnte wahrscheinlich dann... Nee, ich mache erst mal... War ich hier höher? Highschool brauchen die. Das heißt, das betrifft die hier sowieso nicht. Das ist ja gut, dass gerade eine baue. Residente in Übereinkunft. Passungsoption freigeschaltet. Okay. Machen wir totalitärer Staat machen wir erstmal. Was haben wir hier? Arbeit für alle? Also Arbeiterparadies mache ich nicht. Glückliche Kindheit oder Arbeit für alle? Aber ich muss auch ein bisschen mit der Zufriedenheit aufpassen. Ich mache mal ein Mittelding. Ja, Mittelding ist wohl nicht so verkehrt. Und jetzt Bürgerschaft, Einwanderungsland. Ja, wir lassen alle rein bei uns. Wir brauchen so viele Arbeitskräfte wie möglich in alle Schichten. Ja, und Häuser baue ich ja gleich. So. Ich baue ja gleich Häuser. Ne, ich hatte das jetzt nur in den letzten Videos oft gelesen, dass ich ja nie Häuser baue und so. Das Problem ist aber auch einfach, dass man oft das Geld dazu einfach nicht hat. Ne? Und man sich irgendwie um was anderes kümmern muss. Also ich baue aber gleich welche. So, ich weiß nicht, ob hier welche arbeiten wollen. Wir haben wahrscheinlich einfach keine Arbeiter dafür. Ich werde jetzt hier für die Highschool mal welche einstellen, Gastarbeiter. Ja, komm, mach mal gleich voll das Ding. Und, ja gut, dann haben wir dann erstmal genug Highschool, Leute, was gar nicht so verkehrt ist. Universität müssen wir dann auch noch bauen, aber das hat jetzt, denke ich, erstmal noch Zeit. So, 9 vor 58, wundert mich gar nicht, dass die Zufriedenheit so weit oben ist, um ehrlich zu sein. Was haben wir denn bei Wahl genommen? Männliche Bürger, vielleicht sind die zufriedener als die Frauen oder so, weil mich wundert das wirklich gerade, dass es so weit oben ist. Na gut, ich meine, die Männer gehen immer in die Taverne, trinken und sind zufrieden, also ich weiß es nicht. So, aber ich baue jetzt erstmal ein Restaurant. Und kümmern uns jetzt erstmal noch darum, dass das noch alles ein bisschen schöner ist hier, weil wir haben da wirklich gar nichts gemacht bisher. So, das können wir einfach mal... Na, hier ist ein bisschen doof. Machen wir es hier hin. So, eine Bahn, weiß ich nicht, wollte ich erstmal nicht bauen. Wir haben sowieso keine Arbeitskräfte, nicht mal für die andere, ne? Ja, wahrscheinlich gleich Häuser, ne? Ich mache erstmal noch eine Mission. Die passt eigentlich hier ganz gut hin. So, wollt ihr das hinhauen hier mit einer Geraden? Oh, das sieht gut aus. Können wir dann das auch für Häuser dann benutzen? Eine Klinik wäre noch wichtig. Ich würde mal sagen, ich baue so diesen Strich ja dann erstmal mit Häusern voll. Also so, ich meine, hier haben übelst viele Slums, also wenn hier Häuser sind, ist das erstmal gut. Passt hier noch eine Klinik? Ja, schon, aber das ist doof. Höchstens hier. Finde ich aber auch nicht so ideal. Ich mache jetzt einfach hier eine Klinik hin. Mach mal so hier. So, und dann noch Häuser. Mietskasse, ne? Also mich ein bisschen stört es ja auch damit, dass die Wohnqualität im Laufe der Zeit sinkt. Also die müsste man dann irgendwann wieder abreißen. Ich werde wahrscheinlich erstmal ein paar Häuser bauen. Lander sollte auch gehen, die können wir dann wieder upgraden. Die Frage ist nur, ob das Upgraden dann mehr kostet, als wenn man einfach gleich ein Haus baut. Ich werde das mal eben ausprobieren, wobei ich kann einfach gucken. Modernisieren. 2700 kostet das. Das heißt, man zahlt mehr dafür in der Summe, als wenn man gleich ein Haus baut. Na, da baue ich gleich Häuser. Das wird mir dann besser gefallen. Wir haben auch richtig gut Geld gerade. Dann legen wir mal los. So. So. Ja, hier können wir eigentlich eine Straße gleich durchziehen bei der Kreuzung. Machen wir es mal so hier. Dann bauen wir hier noch Häuser erstmal hin. Und die Slums sind. Alter Schwede, das sieht wirklich ganz schön abgefuckt hier aus. machen wir mal hier noch weiter. Die müssen ja nicht mal unbedingt. Jawohl, hier. Hier ist es nicht so schön. Nee, ich mach mal hier einfach weiter. So, mal gucken. Und wisst ihr, was ich vergessen habe? Schon wieder Stadtentwicklung. Das ärgert mich. Da hat man nämlich sehr viel weniger Geld ausgegeben. Das ärgert mich jetzt wirklich schon wieder. Na egal, ich kann das nicht ändern. Ist zu spät. So, jetzt können wir es lassen. Ich weiß ja nicht, ob ich da jetzt auch das Budget erhöhen will. Aber eigentlich nicht. Eigentlich können wir das so lassen. Guck mal eben einmal nach. Ja, wir haben 0 Arbeitslose. Das ist schon okay so erstmal.
Wir haben auch schon 18, also wir haben schon 18%. Hm? Präsidente, wir konnten... Butter freigeschaltet. Bauen wir dann gleich mal, sobald wir das Geld wieder haben. Positive Stoffe, irgendwas funktioniert nicht. Ja, wird nichts abgeholt, oder was? Du warst zu voll. Das kann auch sein. Warum brauchen wir Kliniken? Hört auf zu jammern, Leute. Mir steckte mal ein Seeigel am Fuß. Und bin ich in eine Klinik gegangen? Nein. Und als mich dann ein liebes, tolles Lama angriff, als ich gerade den Seeigel entfernte und ich's vertreiben musste, bin ich da heult in die Klinik gerannt? Nein. Und als ich dann quer über die Insel fliehen musste, weil das Lama Verstärkung geholt hatte, in Stöckelschuhen? Nein. Ich bin zu meinem geheimen Rumlager und hab's leer getrunken. Das sollte jeder in Tropico machen, statt wie ein Weichei in die Klinik zu rennen. So, jetzt funktioniert's wieder. Aber wir müssen noch eine zweite bauen, weil die kommt überhaupt nicht hinterher. Okay, Industrie. Wir brauchen ja dann noch eine Zigarrenfabrik. Könnte man dann eigentlich auch noch machen. Sägewerk. Ich mach erstmal Textilfabrik noch eine. Das sind übelste Riesenteile. Aber egal. So, ziehen wir einfach so lang. So, haben wir denn irgendwie schon Tabak, den wir abbauen? Mais haben wir, Baumwolle. Was zählt nochmal zu Konserven? Ah, geht den noch nicht, weil wir ein Kraftwerk brauchen, alles klar. Nehmen wir Bananen. Na ja, gut, dann müssen wir machen halt noch irgendwie die Tabakplantagen dann. Aber da hätte ich eigentlich gerne noch ein paar mehr Leute erstmal. Ich guck mal nach den Quests hier. Bildung ist wichtig. Warum schauen Sie mich an? Wer weiß, wo ich heute wäre, wenn ich nicht von der... auf einer der besten Universitäten der Welt gegangen wäre. Ey, das ist, glaube ich, neu, oder? Ich bin sicher, dass die meisten ihrer Familienmitglieder die Zeit an der Uni lieben werden. Das werden zwei wunderbare Jahre aus betrunkenen Partys und neuen Erfahrungen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Und zum Abschluss bekommt man sogar noch ein Diplom. Die einzige Frage, Präsident, ist, auf welche Universität die Ehre haben, so ein Mitglied ihrer Familie als Studenten begrüßen zu dürfen. Das Familienmitglied verlässt die Insel für 2 Jahre und kehrt mit einer verbesserten Fähigkeit meine Boni zurück. Ja, dann schickt man die mal nach Harvard. Unsere Angela Beamer, die wollen wir ja dann für den Sandkastenmodus benutzen. Ich hoffe, da geht das nicht schief oder so. Aber bislang ist ja noch keiner von den Leuten gestorben. Einer ist halt weg, der ist ja jetzt Pirat, so wie ich das verstanden habe. In dieser Zeitachse hier. Aber sonst haut das ja alles hier wunderbar hin und es ist noch keiner gestorben. Und die Berufung hat sich vielleicht ein bisschen verändert. So, ich weiß ja, das Geld ist ja ganz schön unten gegangen gerade. Was ist denn hier los? Also ich kann es mir nur erklären, dass... Wieso können die denn nicht arbeiten? Eingang Wolle. Ach so, war jetzt kein... Ach, die haben nur Baumwolle drinne. Die Tropikaner erwarten Wahlen für das nächste Jahr. Ich verstehe. Sie wollen ihnen... Ja, okay, jetzt habe ich es kapiert, Leute. Wir brauchen noch Wolle drinne. Okay. Müsste mal Farm machen und dann Farm wahrscheinlich irgendwas hier mit hier Lamas oder so. Ja, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Was hab ich verpeilt? Ich hätte gesagt, es reicht doch noch Baumwolle aus. So, die Wahl, die gewinnen wir doch, oder? So, jetzt haben wir wieder Geld. Wunderbar, wir können auch schon wieder forschen. Farm, Wolle, Lamas. Genau. So, das ist ja gar nicht so einfach. Das ist überhaupt nicht schön hier. Hier ist es schön, oh, Gott sei Dank. Die Lamas müssen wohl ein bisschen weiter oben leben, hm? Wie es aussieht. So, machen wir mal. Wieso geht denn das nicht? Unebenes Terrain, echt jetzt? Dann machen wir halt. Hier eins hin. So, aber ich baue jetzt auch gleich 2. Dann machen wir hier mal noch eins hin. So, hätten wir. Und dann müsste das hier auch laufen ordentlich. Wir können es auch importieren, aber ich meine, warum jetzt nicht einfach so machen? Wir haben übrigens schon die Viertel. Also das 2 unserer Gebäude sind explodiert, Präsidente. Ich bin sicher, dass Saboteure aus Caio de Fortuna dahinter stecken. Bauen Sie eine neue Polizeiwache, keine Bomben im Gebäude mehr. Gut, das machen wir gleich. Für eine Invasion dieser Größenordnung braucht man mehr als nur Truppen, Präsidente. Die Flottenlogistik wird über den Erfolg der Operation T-Day entscheiden. So, und 3 Hafenanlagen und dann kriegen wir nochmal 40 Leute. Das mache ich doch gerne. Meine Leute können wir wirklich gebrauchen. So, hier muss ich gucken. So, bumm. Und gleich eine daneben. Könnt ihr auch hier hinsetzen, das würde auch gehen. Na, machen wir das mal. Ziemlich krass aus, der Hafen. Also ich werde hier auf jeden Fall noch hier Fischerei machen und dann eine Konservenfabrik daneben oder so.
Einfach weil ich es kann. 100.000 heulende Höllenhunde, Präsidente. Wir haben... Ja, mach mal Schmiergeld, das passt schon. Wenn das hier nur mit der Wolle läuft, dann machen wir wieder richtig Geld. Sieht's nicht aus, wie wir sind drin, 11.000. Ja, es geht so, geht so, geht so. Mr. President. Zwei Unterhaltungsgebäude, ist kein Problem. Eine großartige Zeit, Diplomat zu sein. Alle eilen umher, um Verbündete für den Weltkrieg. Na gut, dann nehmen wir es auch noch an. Na, jetzt kann man keine Quest mehr annehmen. So, Bibliothek, was ist denn los? Ja, scheiße, wir brauchen Uni. Also, beziehungsweise studierte Menschen dafür. Kann ja hoffen, dass mal welche ankommen. Ansonsten eine Uni muss man dann auch mal bauen. Was ist denn los jetzt hier? Achso, ist ja klar. Ja, klar. Ich bin ja schon dabei hier. Machen wir Priorität nach oben. Das ist erstmal wichtiger. Die Transportbüros, die kommen hinterher, so habe ich den Eindruck. Dumm. Und Zufriedenheit ist auch okay. Also ja, ich meine, wir haben ja keinen Stress. Ich meine, das läuft ja. Solange wir hier die Zufriedenheit im Positiven ist und auch Soldaten haben, die arbeiten, dann geht das ja hier nach oben und wir lösen die Quest. Und währenddessen mache ich einfach so ein bisschen nebenher, versuche die Insel noch ein bisschen leicht zu optimieren. Die Ausgangssituation ist halt nicht so super aus. Wobei es schon ganz cool ist, dass wir so viele Türme haben, weil so kriegt man das wahrscheinlich so einfach hin. Ne? So, jetzt haben wir auch schon wieder Geld, also das geht doch.